Ich höre sehr gerne Black Metal, weil da sehr, sehr viele schöne, gute Melodien gespielt werden. Und heute geht es um die Band Spectral Wound. Wenn du also auf Black Metal mit teilweise Black'n'Roll-Einflüssen stehst, dann bist du genau bei dieser Band richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu diesem Song sagst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Spectral Wound, die erste Single-Auskopplung, glaube ich, war das. Die war ja ein bisschen so Black'n'Roll. Fand ich ganz cool. Das erste Album fand ich mega, mega stark. Und die haben jetzt eine Single rausgehauen namens The Horn Marauding. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich. Und ich liebe dieses Logo. Ich liebe dieses Logo. Ich glaube, ich brauche ein Logo-Shirt davon. Wow. Okay, ich liebe dieses Riff jetzt schon. Es ist eine perfekte Melodie, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr geil. Es ist sehr, sehr geil. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Ich will direkt diesen Start nochmal ran. Boah, sehr, sehr geil. Boah, was ich halt einfach sehr geil finde, ist, so du hast halt durchgehend diese schöne Melodie, sehr schön gepaart mit diesen Blastbeats. Und diese Vocals, ich finde die Vocals sehr, sehr geil. Die sind sehr besonders, sage ich mal, weil die halt sehr, sehr hoch sind. Die sind so richtig schön shrieky. Und das gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich sehr, weil es kommt einfach sehr böse. Und auch wenn ich, ne, habe ich jetzt hier jetzt auch gelesen, so dieser Hall irgendwie, halt auch in den Vocals so ein bisschen, finde ich super. Finde ich sehr, sehr geil. Gefällt mir. Ah. Und jetzt schön mit dem Right Becken des Blast Beats. Und ich finde, das hat einfach auch sehr, sehr geil. Das habe ich auch schon sehr oft bei Songs oder bei Reactions gesagt. Wenn halt sehr, sehr lange Blastbeats gespielt werden, dass ich es alleine schon sehr, sehr gut finde, weil es halt einfach schon einen Unterschied macht, dass man halt erstmal die Blastbeats durchgehend mit der Hi-Hat hat und danach switcht man auf das Ridebecken. Und ich finde das alleine, dieser Switch, ist für mich einfach schon ein neuer Part und das finde ich halt einfach sehr, sehr geil. So, weil das wird halt dann nicht langweilig. Das ist nur so eine Kleinigkeit, was verändert wird. Aber das macht halt sehr, sehr viel aus, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool. Boah, das ist gut. Hier sehr, sehr schöner Rhythmus, schöne Melodie, ne, so schön ein bisschen einfach mal so einen leichten Cooldown zu haben. Es muss nicht durchgehend so durchgehend Blastbeats, einfach mal auch ein bisschen so ein Laidback, so ein bisschen, okay, wir machen jetzt mal kurz Päuschen und gleich hauen wir nochmal so richtig in die Tasten. Finde ich geil, auch wirklich gepaart mit diesen Vocals. Mir gefallen die Vocals, weil die halt sehr, sehr, ja, besonders klingen, muss ich sagen. Und, ja, einfach sehr, sehr geil. Und jetzt hier, die haben ja auch diesen Part, dann wird der nochmal wiederholt, aber dann mit der Double Bass so richtig durchgerattert. Und das finde ich halt auch ganz cool.
Ah, geil. Auch so hier diese Transition, die. Ich muss das nochmal hören. Ah, richtig geil. So wirklich, du hast die ganze Zeit die Blastbeats und dann ist es einfach mal so Pause. Und dann kommt nochmal so dieser groovige, Black'n'Roll-mäßige Part. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Richtig geile Transition. Sehr, sehr geil. Auch hier geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Oh, und jetzt mit so einer Transponierung. Boah, das ist geil. Oh, das ist so gut. Also das finde ich stark. Das finde ich stark. Wirklich, du hast diese neue Melodie, du hast dieses neue Riff. Und dann wird das, sag ich mal, von einer Gitarre gespielt und danach kommt die zweite rein und dann hast du halt so eine Transponierung und dann spielen die das zusammen und das harmoniert so richtig gut. Und es kommt aber sehr, sehr böse. Sehr, sehr böse. Jetzt. Und dann schön mit diesen Right Back and Blast Beats. Boah, das ist auch richtig gut aufgenommen. Boah, das ist so gut aufgenommen. Du hast in diesem Part, ich finde, dieser Part ist positiv gemeinten Chaos. Weil du hast halt zwei Gitarren, die zwei verschiedene Riffs spielen. Und was richtig gut recorded wurde oder halt ne, eingespielt wurde, du hast die eine Gitarre mehr im Fokus auf dem linken, auf der linken Ohrmuschel und die andere Gitarre auf der rechten. Und das ist so gut zusammengemacht. Holy shit. Also wirklich, ich muss da jetzt mal holy shit sagen. So. Richtig, richtig gut. So, ihr müsst da mal wirklich drauf achten, vor allem wenn ihr halt mit Headset oder halt mit Kopfhörern oder was auch immer hört. Ich will noch ein bisschen weiter nach hinten spulen. So, und jetzt kommt der Switch. Boah. Hier hast du eher dieses und hier hast du dann. So, und dann wirklich das so gepaart. Positives Chaos, was richtig gut zusammenpasst, aber einfach irgendwie. Oh, dann die Vocals. Dann wieder dieses Riff. Das ist so geil.
Es ist einfach so gut, das ist einfach so gut geschrieben, so wirklich. Du hast diese eine Gitarre, die spielt dieses Riff und dann wird das wiederholt, dann kommt noch die zweite Gitarre und ich finde das geil. Ich finde das so gut geschrieben, einfach so ein gutes Songwriting. Jetzt schon wieder so ein bisschen so ein Cooldown. Ja, das ist auch schön. Was ich halt hier auch so gut finde, ist, du hast halt durchgehend so die gleichen Akkorde, die halt sehr gut harmonieren mit dieser Melodie. Und was ich halt ganz cool finde, ist, du hast halt erstmal die Melodie und danach, wird die halt nochmal so ein bisschen nach oben transponiert und das klingt einfach ganz geil. Ja, hier ist schon. Ah, schön mit so einem Fade-out. Sehr, sehr schön. Also definitiv für mich persönlich die bessere Single-Auskopplung. So, also war ich irgendwie mehr, ich sag mal, mehr mit diesem Song verbunden, ne? Ja, aber wirklich sehr, sehr geil. Also sehr, sehr schöne Melodien geschrieben. Dazu dann auch teilweise wirklich, dass erstmal die erste Gitarre was spielt, dann kommt die zweite noch dazu, ne? So in so einer Harmonie, dass das halt einfach richtig gut klingt. Die Vocals haben mir sehr, sehr gut gefallen, weil die halt einfach so sehr besonders klingen, finde ich. So, und was mir halt auch gefällt, ist halt so dieses, ne, klar, du hast sehr viel Blastbeats gehabt, ne? Aber du hast dann auch wieder schön so ein bisschen so diese Cooldown-Phasen, so, wo das halt eher so ein. Ja, so ein ruhiger Rhythmus ist, wo du aber so richtig schön durch, also so Headbang kannst, wo halt dann wirklich eher so der Fokus auf der Musik, also auf der Melodie liegt und nicht auf so dieses so, okay, wie man jetzt so richtig diesen Geballer Black Metal, so richtig schön Schepper. Und das finde ich schön. Das war halt so ein gesunder Mix aus beidem. Und das finde ich halt einfach super. Und dann wirklich diese ganzen Melodien, ich meine, ich sag das immer und immer wieder, vor allem. Aufgrund der Melodien, die es im Black Metal gibt, höre ich halt sehr gerne dieses Genre. So, und ich finde, die haben das in diesem Song richtig, richtig gut gemacht. Der ging jetzt 5 Minuten 52 und ich finde, der Song hat sich nicht so lang angefühlt, muss ich sagen. Ja, aber ich freue mich. Ich freue mich auf das neue Album. Ich habe jetzt gesehen, 23.8. Also wir haben jetzt noch, ja, ein bisschen weniger als einen Monat. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wenn das aber so wird wie das erste Album, wird es auf jeden Fall auch wirklich ein sehr, sehr gutes Album.